Stößchen. Hier, Billy, 27. Sauer! Hi Leute, herzlich willkommen bei Easy Schub. Ja, Freunde, endlich vom Toti mal eine erfreuliche Nachricht. Und zwar, gestern, ihr habt es auch auf Twitter und Insta gesehen, wir haben eine Nachricht von EA bekommen. Vom ganz normalen Kundensupport, muss man hier auch nochmal sagen. Ja? Alles, muss man wirklich sagen, ne? Ja, ganz normaler Kundensupport hat uns geschrieben, hey Teasy, wer hat uns erst eine E-Mail geschrieben, wir sollen unser Konto hier nochmal alle Sicherheitsbedingungen nachmachen, da prüfen, ob die Daten stimmen, nachdem wir das alles gemacht haben. Hat er uns dann geschrieben, ja, das EA-Team hat euch eure Coins wieder auf euer Konto gemacht. Danach sind wir direkt in die Web-App reingegangen, um zu gucken, ob das alles so passt. Im Account waren wir jetzt selbst drin. Wir sind dann sofort hierher gefahren. Ne? Genau. Und genau, würde ich sagen, wir gucken mal in den Laden rein. Ja, noch ganz kurz auch für alle, die noch jetzt so neu sind, das Handy gekriegt haben. Das war jetzt ungefähr, ist es jetzt schon 14 Tage her? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja mal gucken. Wir gucken mal ganz kurz, Jungs. Okay, wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Das ist jetzt genau 11 Tage ist es jetzt her, nachdem wir gehackt wurden. Wer das jetzt alles nochmal hier nicht verstanden hat oder nochmal nachgucken will, können euch gerne das Video angucken, ist hier oben jetzt irgendwo verlinkt. Wir sind über den normalen, ganz normalen EA-Support gegangen, haben dadurch auch quasi, nur ganz kurze Reminder jetzt, die Sicherheitslücke entdeckt. EA hat danach, waren wir intensiv im Austausch, unser Community-Manager hat sich dann auch bei uns gemeldet, er war im Urlaub, Grüße gehen raus, der hat sich dann auch nochmal mit drum gekümmert, aber hat auch noch gesagt, er kann es vielleicht ein bisschen anschieben, vielleicht deswegen ging es bei uns jetzt relativ zügig, dass wir die Coins zurückgekriegt haben. Wissen wir jetzt nicht, ich glaub, wie weiter. Maxi hat seine Sachen auch wieder bekommen, ich weiß gar nicht, ob der auch über den Weg gegangen ist. Und der ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht mehr drin. Ja. Also haben die vielleicht wirklich sich ein bisschen dahinter geklemmt, EA, und haben gesagt, okay, wir müssen da echt was machen. Wir waren lange, wie gesagt, auch im Austausch mit EA, um quasi irgendeine Lösung zu finden, ne, dass es in Zukunft so nicht mehr passiert. Ja, und das ist jetzt die Zusammenfassung. Wir gehen mal rein. Genau, ich würde sagen, wir gucken mal rein, Freunde. Uns wurde natürlich auch vorher noch gefragt, ey, sind noch untauschbare Sachen wegbekommen? Ne? Ist noch da irgendwas passiert? Kommen wir aber gleich zu dem Thema, weil ich würde sagen, wir gucken mal rein. Wir haben es nämlich auch schon gesehen, wie gesagt, in der Web-App. Wir laden mal kurz unseren Account. Ob wir überhaupt wieder reinkommen oder ob die schon wieder vielleicht drin sind? Nee, geht wahrscheinlich ja nicht. Haben sie es gerade drüber gezogen. Ich glaube, unser Account muss erstmal laden. Mit so viel Coins ist er lange nicht mehr in Berührung gekommen. Sagt direkt wieder gehackt. Krass wäre denn das. Da, hier sind wir doch, Freunde. TUS Flankensau ist wieder finanziell liquide, ne? Kann wieder an Aufnahmen teilnehmen. Haben wir Points zurückbekommen? Das wäre jetzt die Frage. Das habe ich nämlich auch nochmal geschrieben. Ne? Das habe ich jetzt dem Gutmann auch nochmal geschrieben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Pack-Opening, was sich der Hacker gegönnt hat. Ja, genau. Ja. Das habe ich dem Kollegen geschrieben. Wir sollen nochmal überprüfen, ob alles stimmt. Ne? Coins, Freunde, haben wir erst gedacht, ey, 30 Millionen ist natürlich eine Stange, aber wir hatten so ein Gefühl, wir hatten vorher mehr. Man muss dazu aber auch noch sagen, wir hatten in der letzten Zeit, Grüße gehen raus an die geilen SBBs, Discard-Formate, dies, das. Wir haben auch richtig krank geblutet und mussten halt auch einige Sachen discarden. Ne? Muss man sagen. Auch einfach sagen, wir wussten noch von ein paar Sachen. Ne? Wir wussten noch von ein paar Spielern, das haben wir jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet. Auch Grüße an Tommy, danke dafür. Und sind dann am Ende auch ungefähr auf diesen Preis gekommen. Genau, weil man muss nämlich sagen, das ist nämlich der erste Punkt. Wir hatten natürlich damals einen Pelé für 15 Millionen gekauft und kriegen jetzt natürlich auch dementsprechend nur noch der aktuelle Marktpreis. Ne? Das ist halt, das ist halt Trading mit Teasy, muss man sagen. Ne? Da waren ja viele Kandidaten davon dabei, wo wir halt natürlich die Verluste gemacht haben, aber die hätten wir ja auch ohne Hack gemacht. Ja. Hätten wir jetzt wieder einen Pelé verkauft, hätten wir ja auch nur die 7,5 gekriegt, statt die 14,3, was wir damals bezahlt haben. Bloß, was wir sagen müssen, weil jetzt einige sagen, wie war das denn bei euch mit den Discards? Ihr könnt durchgucken, wir können gemeinsam durchgucken, wir gucken auch nochmal im Stream dann durch. Wir waren so Ehrenmänner und haben EA auch was ist Ehrenmänner? Das ist eigentlich selbstverständlich. Wir haben EA gesagt, nur das wollen wir zurück, was der Hacker auch quasi generiert hat. Alles, was in den Discards war, alles, was irgendwie durch, ich sag mal, selbstverschuldet durch Videoformate war, haben wir zu EA gesagt, nee. Genau, ne? Freunde, weil ich sag mal ganz ehrlich, auch wenn ihr mal so ein Fall habt, seid lieber ehrlich, weil die können auch nicht immer alles genau nachvollziehen. Gerade bei Untrade-Sachen zum Beispiel, ne, ist immer schwierig. Wir hätten denen jetzt eine Liste schreiben können, ey, hör zu, unser Rüllet ist weg, Pelé. Das ist weg, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Hätten das wahrscheinlich auch wieder bekommen, ja. Aber bei so Sachen, Freunde, immer ehrlich sein, es wird sich am Ende auszahlen, wie gesagt, ne? Es waren auch noch ein paar andere Spieler, wo noch gefragt wurden, ey, wurden die rechtens abgestoßen oder war das auch vom Hacker, ne? Da muss man auch sagen, es ist ja auch ein bisschen bei so einem Content-Creator-Account auch ein bisschen schwieriger, ne? Weil da geht ja echt viel immer baden, ne? Teilweise, egal bei wem, geht da irgendwas baden.
Aber wir waren, wie gesagt, so ehrlich und haben halt einfach gesagt, genau. Nee, danke, es ist wirklich lieb, dass sie sich da um alles gekümmert haben. Und die können sowieso alles nachvollziehen. Das ist das, was Simon gesagt hat. Da bringt es nicht zu sagen, ja, nee, ich hatte noch einen R9 und der Cousin vom R9 war auch noch da. Ne? Ja. Die sehen alles. Die sehen alles. Genau, Freunde. Aber auf jeden Fall, ihr seht noch, das war ja noch unser aktuelles Team, wo wir haben. Da ist auch noch alles da. Also ich weiß nicht, was jetzt hier noch ungefähr drin steckt. So 30 Millionen haben wir jetzt hier wieder drauf. Und ja, was wird denn hier vielleicht noch drin stecken? Ja, vielleicht noch 2, 3 Millionen so ungefähr. So Pi mal Daumen. Ja, und Fofana ist, glaube ich, gestiegen. 780. Ich glaube, dann haben viele geschrieben, dass er so gestiegen wäre. Das Vergleich, gucken wir mal. Ja, ja. Wow, also viel nicht, vielleicht 100 Düsen, aber okay, das sind so 1,8 und ja. So 2 Millionen vielleicht, die noch draufkommen. Ja, 2,5 Millionen haben wir noch. Und ich denke, es ist auch realistisch. Ja. Und da geht auch jetzt wirklich nochmal Danke raus an EA, dass es jetzt wirklich innerhalb von 11 Tagen und besonders für uns vom Toadi noch geklappt hat. Ich hoffe für alle gehackte Accounts da draußen, die auch noch Probleme haben, dass es bei euch auch reibungslos funktioniert. Wir können sagen, am Ende hat es im Support echt super geklappt. Muss man wirklich sagen. Und man muss dazu sagen, Jungs, EA hat viel Hate von euch auch da draußen einstecken müssen, zu Recht, weil das war eine halt blöde Sicherheitslücke, die gibt's. Darf nicht sein. Freunde, gibt's bei allen anderen Firmen passiert es auch, aber es darf nicht passieren. Mhm. Trotzdem muss man sagen, ich fand stark, dass EA, nachdem wir auch unserem Community Manager die Lücke gesagt haben, dass die menschliche Seite im Support sitzt, ne, muss man hier ganz klar, mittlerweile kann man es auch sagen, wie ist es abgelaufen, Freunde. Sollte man es wirklich sagen? Das soll doch raus sein jetzt. Wenn halt wieder irgendjemand, ich weiß nicht, am Ende sitzt du noch irgendwo so ein schwarzes Schaf und die Leute probieren es. Wir lassen es lieber mal. Ja. Wir wollen jetzt wirklich es. Worauf ich hinaus wollte, Freunde, wie gesagt, die Sicherheitslücke sollte geschlossen sein. Sie saß auf jeden Fall in der menschlichen Seite. Der Mensch war der Das ist Fehler. Ja auch bekannt. Genau, das ist bekannt. Ich fand aber stark, dass EA auf jeden Fall so ein Statement auch rausgehauen hat in dieser Pitch-Note, wo wirklich drin stand, dass die Mitarbeiter geschult werden, dass Account-Sachen nur noch von Vorgesetzten stark geändert werden dürfen. Stark. Ne? Wenn du da anrufst, dass das nicht mehr jeder darf, geht muss mehr, ich wirklich sagen, muss man EA auch mal Lob da lassen. Sie haben einen Fehler gemacht, es darf nicht passieren, aber sie haben einem auch nicht abgespeist, wie jeder andere von euch da draußen gesagt hat, ja gut, da hauen die jetzt drei Worte raus, dann ist es doch so. Nein, sie haben gesagt, ey, Mitarbeiter werden geschult, wir werden das angehen, wir werden das Problem angehen, wir gucken, dass die Konten sicher sind. Das ist auch das Mindeste, was sie machen müssen. Jetzt hoffen wir halt nur, dass es halt auch umgesetzt wird. Genau. Definitiv, ne? Weil ich meine, die Hacks gibt es jetzt nur seit FIFA 22, ne? Ja. Wir hoffen, dass es jetzt halt so bleibt. Wir hoffen auch, dass wir jetzt verschont bleiben, wirklich von der ganzen Geschichte. Und auch hier nochmal, es ist halt immer noch tragisch, ne? Ein R9 Erstbesitzer, der weg ist. Tut immer noch weh, ne? Und ich... Tut wirklich halt einfach wirklich schon weh. Aus dem Gefühl raus würde ich sagen, wir hatten am Anfang mehr Coins, kann man jetzt nicht mal so nachvollziehen, ne? Weiß man nicht, Freunde. Wie gesagt, wir haben viel geblutet. Aber wir sind froh, dass das auf jeden Fall wieder da ist. Die letzten Wochen muss man wirklich sagen, auch danke nochmal für euren Support, Freunde, wie ihr uns unterstützt habt. Ja. Es waren Aufnahmen nicht so leicht. Ihr seid gewohnt, dass da, keine Ahnung, SBBs gemacht werden mit Millionen Spielern, ne? Mhm. Auch da mussten wir kürzer drehen. Teambau die letzten Wochen. Ihr seht's hier. La Caga vorne. Die absolute... La Caga! Für mehr hat's halt einfach am Ende des Tages nicht mal gereicht. Zeig ihn ganz kurz, Statistik. Für mehr hat's am Ende des Tages nicht mal gereicht. La Caga! Es sind alle 20 Spiele. Guck dir das mal an. Gute Statistik. Du hast ihn gehatet, da war nicht da. Ich hab den gehatet. Der ist genauso da. Ausgerastet. Ach, stimmt, der hat auch noch voll viel gekostet. La Caga. Ja. 260.000. Freunde, teilweise, viel für La Caga. Teilweise war es so in der letzten Zeit, dass wir ein Team hatten, in eine Aufnahme gegangen sind und dort hätten auf den Deckel anschreiben müssen. Ne? War schon knapp. Also es war jetzt wirklich hier... Es ist wirklich kacke, Freunde. Icon-Player-Pixen rausgekommen. Teasy hätte gern vorgestern, wenn ihr das seht, was gemacht. Funktioniert nicht. Wir haben aber für heute Abend im Stream, muss man sagen, 4 Icon-Player-Picks und jetzt sind wir auch ein bisschen... Wir sind wieder liquide und das ist halt wirklich das Wichtigste, wenn jetzt das Toadi losgeht, Jungs, dass wir wieder für euch einfach ultimative Content rausballern können. Deswegen ist das Wichtigste. Dann kann man noch sagen, Freunde, heute Abend ganz normal 18 Uhr Stream, ne? Genau. Dann sehen wir uns, können wir auf große Shopping-Tour gehen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Wir streamen hier auf YouTube um 18 Uhr. Genau. Plus man kann sagen, es gibt noch unseren Rush Cup, den wir jede Woche spielen, ne? Einmal im Monat. Ja. Einmal im Monat. Da könnt ihr mal, wenn ihr mitzocken wollt, ist komplett kostenlos, Freunde, auf den Link in der Videobeschreibung klicken, weil ihr seht das Turnier in diesem Rush Cup sonst nicht. Ihr müsst auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dann könnt ihr da mitzocken. Dann sehen wir uns heute Abend. Wird ein geiler Stream, und ein langer Stream. Gegner, und wir kommen wieder mit Brecher. Wir kommen mit Pay to Win. Wir sind wieder zurück. Pay to Win, der Pay to Win Zug wird wieder rollen. Wir sind zurück, Freunde. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Ciao, ciao. Ciao.